Jo, halt zurück zu Spider-Man. Ich fliege immer ein bisschen rum und dann schauen wir mal, was so anliegt. Wir sind halt immer noch im DLC. Und zwar der Raubüberfall, ne? Ist das hier immer noch? Mal gucken, wo wir hin müssen da hinten. Kriminelle, aber solche, die einen Kodex befolgen. Besser als der Rest, oder? Falsch! Sobald ihnen der Kodex in die Quere kommt, vergessen sie ihn. Denn Kriminelle bleiben Kriminelle und die sind per Definition Feiglinge, Pack und Abschaum. In den 80ern und frühen 90ern habe ich die Mafia praktisch alleine zu Fall gebracht. Und glauben Sie mir, jo, ich bin hast bereit, das erneut zu tun. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Kein bisschen. Ihr wollt mich? Kommt und holt mich! Mehrzahl haben wir nicht! Jared, lass den Wagen an! Nein, ich bin der Boss und ich sage, du tust es! Hör auf zu flexen! Schön über den Times Square, es ist nice gemacht, echt. Na gut, jetzt gucken wir mal. 700. So, wo müssen wir hin? Hier rum. Yippie! Achtung, dann mal irgendwo darüber, ne? Wurde ein Überfall durch die Magia gemeldet. Bitte nach was? Over. Wo denn? Felicia, aha, wir müssen reden. Oh, ich vermisse unsere Gespräche. Aber ich muss weg. Ja, sehr freundlich. Sie hat meine Netzschießer mit einem EMP kurz geschlossen. Dann mache ich das wohl auf die altmodische Weise. Was? Komm schon, ich will nur helfen. Dann verschwinde! Wenn Hammerhead deinen Sohn hat, schaffst du das nicht alleine. Warum nicht? Ich habe alles andere alleine geschafft. Ich meine, das musst du nicht. Warum vertraust du mir nicht? Wir haben schon mal zusammengearbeitet. Hab gerade deine eigene Frage beantwortet, was? Okay. Felicia, so, mach mal Platz warum hier hast du darüber nicht mit mir gesprochen? Ich ist ja gar nicht als Problem. Es sei denn, du sprichst von dem Bandenkrieg. Der ist definitiv ein Problem. Halte dich fern. Alleine bin ich besser dran. So, komm, die kriegst du. Katsching. Oh. Nice. Die ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Jetzt weckst du mein Interesse. Hinterher! Okay, irgendwie, Er denkt wohl, ich wäre leicht zu so, haben. So, hinterher, komm. Muss er. Zum letzten Mal. Such mich nicht. Wow.
zu laufen! Hör auf! Beim Stehen, Mensch. Hab sie. Sie darf mir nicht schon wieder entkommen. Auf da, komm, komm, komm. Noch ein paar Netze sollten ausreichen. Endlich. Jetzt kann ich nah an sie ran. So, komm jetzt. So. Lang genug gedauert. Los. Können wir uns jetzt normal unterhalten? Für mich fühlt sich das schon normal an. Ich weiß, was auf diesen Sticks ist, die du stiehlst. Zieh dich an. Muskeln und Köpfchen. Du darfst Hammerhead nicht den letzten Stick geben. Sobald er hat, was er will, wird dein Sohn keine Rolle mehr spielen. Lass mich dir helfen. Was sollen wir tun? Halt ihn hin. Dann haben wir mehr Zeit, deinen Sohn zu finden. Hab dich vermisst. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Aber nicht so. Schade. Okay, ich kann uns höchstens ein paar Tage Zeit beschaffen. Also, wegen deines Sohns, kann es sein, dass ich... Später. Finden wir zuerst meinen Sohn. Tja, danach was können interessiert wir ihn alles, ne? In Ruhe über alles reden. Hm. Man sieht sich später. Ist klar. MJ wird mich umbringen. Könnte sein. Gut. Das haben wir. Jetzt lassen wir vielleicht mal... Oh, ja, MJ. Sie wird Hammerhead hinhalten, während wir alle nach ihrem Sohn suchen. Hat sie dir gesagt, ob du... Nein, hat sie nicht. Natürlich nicht. Bist du sicher, dass sie dich nicht hinters Licht führt? Ich kenne sie. Sie würde nicht für jemanden wie Hammerhead arbeiten, wenn sie nicht muss. Okay. Ich checke mal das Kennzeichen, das du mir geschickt hast. Ich lass dich wissen, wohin es führt. Puh, mir alles geht langsam klar. Die Kraft aus. Zeit für eine kleine Stärkung. Wir schwingen noch mal ein bisschen rum hier. Was haben wir denn noch? Eddies Pizza. Eddie, hier ist deine Spider-Man. Stärkung. Spidey, du klingst hungrig. Du weißt schon. Einmal das Übliche mit extra Salami. Mach ich dir. Wünschst du Dachlieferung? Ja, bitte. Dasselbe Dach wie letztes Mal. Alter, Dachlieferung. Nice. Während ich auf Eddie warte, okay. Sehe ich nach, Pizza. Wie die Lage in der Stadt ist. Natürlich. Und bestimmt noch irgendwelche Sachen hier offen, oder? Lass mal kurz gucken. Sowas hier. Was haben wir? Geräteherausforderung. Oder. Okay, lass mal Geräte machen. Mitten im Central Park müssen wir ein bisschen abbiegen. Oh. Hey Miles, ich wollte zurückrufen. Was wolltest du mich denn vorhin fragen? Hey Peter, es war bloß... Also, es ist nichts Wildes oder so.
Ich weiß, du bist super beschäftigt. Ich habe mich nur gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mit dem Training anfangen könnten. Training? Ja, vielleicht nur die Grundlagen, wie man sich von einem Hochhaus schwingt. Oder von einem niedrigen Gebäude. Oder von einem Baum. Miles, du bist 15. Konzentrier dich auf die Schule. Das ist viel wichtiger als... Ja, aber wenn ich mal früh mit meinen Hausaufgaben fertig bin und du etwas Zeit hast, ich meine, du hast doch auch mit 15 angefangen, oder? Dann und mich das hätte machen. Es schon 100 Mal um ein Haar fast erwischt. Das soll dir nicht auch passieren. Okay, ja, verstehe. Bis später. Oh Mann, was mache ich nur mit dem Jungen? Voll genervt. Katsching! So, wir fangen mal an, oder? Was machen wir? Eingeschleust habe, kannst du nur zwei deiner schicken Geräte einsetzen. Natürlich. Ich muss wohl nach ihren Regeln spielen. Und welche? Ich zeig dir, was ich drauf hab. Was immer das auch war, Vorsicht! Wo sind sie denn da? Na, na, na! Kurbelbahn, nur Geräte! Gefällt dir das, Spinne? Das war Energie mit großem E! Woher hat denn der Zelt? Einer nach dem anderen! Haut rein! R.O.F.L. Du hast mich verfehlt! Yes! Eingeregelt, langweilig! Wir wollen, dass du beide benutzt! Zeig uns, was du drauf hast, Alter, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier bitte los? Schlag dich okay. Nächstes Mal besser. Die Zahl meiner aktiven Nutzer geht den Bach runter. Ja, ist doch mir egal. Alles klar, Spidey. Deine okay, ich glaube. Fertig. Oh, da hinten geht's weiter. Pizza du ist da. Mir das Leben. Nee, dafür bist du ja, zuständig. Nice. Aber kannst du uns in den sozialen Medien erwähnen, wenn es schmeckt? Das wäre hilfreich. Alles klar. Bis dann, Eddie. Natürlich. Ich glaube, ich war noch nie so hungrig. Alter, 2000 entfernt die Pizza. Ja, dauert ein bisschen. Also ich flatter dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal, okay? Also bis dann. Ciao.